Ja, vielen Dank. Ich möchte zuerst mich jetzt ausdrücken, dass es für mich eine Freude und eine Ehre ist, zu diesem Thema hier dabei sein zu dürfen. Daher mein Dank an die Universität in Person von Vizerektor Fluchschuh und an den Forschungsschwerpunkt in der Person von Roman Seenbrock. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich da sein darf, und es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Der eine ist ganz offensichtlich, dass der Arbeitsbereich und der Lehrgang, den ich leite, genau das Thema hat, das also hier das Thema ist. Und dann habe ich also festgestellt, dass hier diese Veranstaltung und unser Lehrgang an der Universität Innsbruck gleich alt sind, also sozusagen Schulkollegen oder Kolleginnen, und sich vielleicht also ähnliche Dinge entwickelt haben. Ich bin auch extrem dankbar, Herr Bischof, für Ihre Rede jetzt. Sie haben mich sehr berührt und damit gleichzeitig sehr verunsichert, denn vor allem, als Sie angefangen haben, dachte ich mir, der haltet jetzt meinen Vortrag. Jetzt muss ich schnell umbauen. Ich werde daher mich nicht ganz an mein Konzept halten, an die Slide, soweit ich komme schon, aber ich nehme jetzt in Kauf, ich möchte einfach ein bisschen darauf eingehen, auf das, was Sie gesagt haben, weil ich mich sehr viel angesprochen gefühlt habe. Und dann, falls es zeitlich nicht reicht, werden wir damit leben. Vielleicht vorweg, weil Sie die Frage gestellt haben, Gerechtigkeit ist ein anderes Wort für Frieden, das ist Populorum Progressio, darf ich einem Bischof sagen, und war ein sehr wichtiger Moment da heraus, also in dem zeitlichen Kontext, weil dann in der Episkopalkonferenz von Medellin und Puebla dieser Begriff, dass dieser Satz aufgegriffen wurde und daraus also die Befreiungstheologie in Lateinamerika sehr viel Schwung gewonnen hat. Pazem in Terra ist auch sehr wichtig, das ist Johannes der 23., von dem hat Johann Galtung, den Sie erwähnt haben, die Idee der strukturellen Gewalt genommen, das findet sich dort, etwas anders ausgedrückt, und Galtung hat das als Vater der Friedensforschung, wie er zumindest in Europa bezeichnet wird, zu einem ganz wichtigen Prinzip gemacht. Also das war einfach so, nachdem Sie mich direkt angesprochen haben, darf ich das beantworten. Ansonsten möchte ich sagen, dass ich, also es sind zwei Dinge, auf die ich eingehen werde, die ich nicht vorbereitet habe. Das eine ist Utopos, das war einfach, ich darf das ein Bischof sagen, es war brillant. Und das zweite ist, ich habe noch nie von einem katholischen Geistlichen eine derartige Definition des Herzens gehört, der Herzensqualitäten, wie Sie das gebracht haben. Und das hat mich so berührt, darauf muss ich eingehen und das lasse ich verbinden mit dem, was ich vorbereitet habe. Bereitet habe. Gut, also mein Thema ist, damit ich doch zu meinem Konzept komme, gibt es Frieden und wenn ja, wie viele? Und Vizerektor Fügenschuh hat schon gesagt, ich bin UNESCO-Chairholder, das müssen wir auch auf Deutsch, auf Englisch sagen, weil die Übersetzung wäre Lehrstuhlinhaber und das gibt es ja nicht, daher können wir es nicht sagen. Also ich bin UNESCO-Chairholder und daher beginne ich alle meine... No? Also jetzt gut. Beginne ich all meine Referate immer mit der Präambel der UNESCO-Verfassung von 1945, die auf Deutsch lautet, da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden. Das ist, also UNESCO-Verfassung, steht als allererster Satz da und ist aus dem Zeitgeist heraus schon ein sehr interessanter Satz. Man muss sich überlegen, die das geschrieben haben, das ist die Generation, die Hiroshima und Auschwitz bezeugt hat und zu diesem Schluss gekommen ist. Und ich denke, das ist also mit der Verfassung in vielen Punkten gar nicht einverstanden, aber dieser Satz ist auch ein Leitsatz für unseren Lehrgang, für unseren Arbeitsbereich, für das Forschungszentrum an der Universität Innsbruck. Und für eine Veranstaltung wie hier wirft das eigentlich zwei wesentliche Fragen auf. Die eine wäre das Thema des Vortrages, was ist Frieden? Und die zweite, was ist der Geist des Menschen? Und da hat mir der Herr Bischof schon sehr viel vorweggenommen mit dem Vorhergesagten. Wenn wir zur ersten Frage gehen, was ist Frieden? Da haben Sie bereits schon sehr viel vorweggenommen, ich darf es aber jetzt da anschließen. Das ist jetzt die Frage nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Friedens- und Konfliktforschung ist eine Disziplin, eine wissenschaftliche Disziplin, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Die feiert jetzt dann auch Jubiläum, 60 Jahre
Friedens- und Konfliktforschung, entstanden ist aus dieser tiefen Verunsicherung, wie können wir denn ethische Grundbegriffe nach Auschwitz und Hiroshima überhaupt noch denken? Können wir einfach auf die Methoden der internationalen Politik als Wissenschaftsdisziplin greifen und sagen, ja, das ist halt im Zweiten Weltkrieg schiefgegangen und jetzt müssen wir es wieder besser machen? Oder müssen wir uns dazu aufmachen, dass wir die Grundfragen, die Epistemologie unserer Wissenschaftlichkeit, zumindest in gewissen Bereichen, neu bewerten? Und der Schluss, zu dem der bereits genannte Johann Galtung gekommen ist, war der, wir müssen das verdammt noch einmal neu denken. Und da kommt jetzt das bereits Gesagte ins Spiel. Es kann nicht sein, dass Frieden nur durch sein Gegenteil definiert wird. Für die Generation des Zweiten Weltkriegs oder für die Menschen, die, wenn wir die Beispiele nehmen, Ruanda, das genannt worden wird, Bosnien oder all die anderen Headliner, Irak, wo ich momentan arbeite. Klar ist man mal unglaublich froh, wenn das Explodieren, das Bombenfallen, das Schießen, das Foltern aufhört. Aber ist es Frieden? Das ist irrsinnig viel wert, wenn es passiert, für die, die vorher das andere erleben. Aber ist es Frieden? Ist also Frieden nur, wie Sie gesagt haben, die Abwesenheit von Krieg? Da liegt in der Frage schon die Antwort. Nein, damit können wir uns nicht zufrieden geben. Auch dieses Dreieck, das Galtung im Laufe seines Lebenswerks gebaut hat, nämlich physische Gewalt, strukturelle Gewalt, das heißt also die Armutsgewalt, die Gerechtigkeitsgewalt und dann die kulturelle Gewalt, die Denkgewalt, die wir in unseren Grundannahmen, in unserer Sprache sehr oft angelegt haben. Also wenn dieses Dreieck, dieses unheilige Dreieck, das sich gegenseitig nährt, also auch mit gewaltvoller Sprache produziere ich physische Gewalt und umgekehrt, das ist ein Kreislauf, der Traumata. Also wenn all das nicht gegeben ist, haben wir dann den Frieden ausreichend definiert. Und die Disziplin, für die ich hier stehe, kommt zu dem Schluss, nein. Wir müssen uns wissenschaftlich daran machen, uns die Frage zu stellen, was ist Friede, wenn wir uns nicht die bequeme Lösung erlauben, ihn einfach über sein Gegenteil zu definieren. Daher kommt die Frage, und in unserem Lehrgang müssen die Studierenden immer online noch, solange sie noch zu Hause sind, die erste Frage beantworten, was ist Friede aus deiner ganz persönlichen Perspektive? Also mach eine Definition. Ich glaube, ich habe das nicht so kurz da. Ja, also was ist Friede, ist die erste Frage. Finden Sie Ihre ganz persönliche Definition. Sie sind eingeladen, damit Sie mal nicht einschlafen. Dürfen Sie also, während ich weiterrede, darüber nachdenken, was ist für mich persönlich jetzt Friede? Und zwar, was ist er, wenn ich ihn nicht über das Gegenteil definiere? Also wenn ich nicht Krieg verwende und auch nicht physische oder strukturelle oder kulturelle Gewalt. Wie definiere ich dann Friede? Und das ist ein sehr interessanter Punkt, eine sehr interessante Übung. Ich mache die jetzt seit einigen Jahrzehnten mit Studierenden, aber auch mit den Leuten, wo ich im Feld praktisch arbeite. Und ein wesentlicher Schluss, den ich persönlich dazu gefunden habe, ist der, dass der Begriff ein Utopos ist, nämlich in dem Fall ein leerer Platz, ein Platzhalter ohne Sinn, wenn wir diese Frage nicht beantworten. Das heißt, die Übung, was ist Friede aus meiner ganz persönlichen Perspektive, ist deswegen notwendig, weil das Wort keinen Sinn macht, wenn es kein wahrnehmendes Subjekt gibt. Also weniger grob ausgedrückt, Friede hat nur dann einen Sinn, wenn es jemanden gibt, der ihn erlebt, der ihn wahrnimmt. Und jetzt ist sehr wahrscheinlich, wir sind inzwischen 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, jetzt ist sehr wahrscheinlich, dass hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Antworten bekommen. Also ich gehe davon aus, wenn Sie jetzt Ihre subjektiven Antworten bekommen, dass die nicht so weit weg sind, also nämlich in Ihrer untypischen Ausformung gegenüber dem, was wir in den Büchern, in den Zeitungen lesen, was wir in der Zeit im Bild hören und so weiter, dass Sie dann sagen, na, wenn ich ehrlich bin, komme ich zu ganz komischen Definitionen.
Ich kann Ihnen also, mit unseren Studierenden geht das meistens so, dass sie uns zuerst einmal, wenn wir sie diese Übung machen müssen, online 5 Seiten, bitte eine persönliche Definition von Frieden. Was wir retour kriegen ist, laut Johann Galtung 1972 ist Frieden. Ja. So, das ist, also wir geben da nicht gleich nicht genügend, aber was passiert ist, Paper geht elektronisch zurück, da hast du die Frage falsch verstanden, die Frage ist nicht, was der Herr Galtung sich denkt, die Frage ist, was du dir denkst. Dann kommt 14 Tage später nach Jean-Paul Lederach, das ist ein anderer ganz großer Friedensforscher. Und das geht dann oft wirklich, also erstaunlich oft, weil nämlich unsere Studierenden an den Universitäten konditioniert werden, sich auf andere Autoritäten zu berufen. Was in vielerlei Disziplinen natürlich Sinn macht. Aber wenn die Frage ist, wie nimmst du Frieden wahr, dann hilft es mir nichts, was mir der Galtung sagt. Und das geht dann, meistens wird das auch sogar elektronisch emotional und geht dann so in Richtungen, dass man Antworten bekommt, die sehr unterschiedlich sind. Und ich kann mich also, meine Lieblingsbeispiele, ich habe 3, mit denen ich sie behelligen möchte. Das erste war ein Student aus Paraguay, der sehr erzürnt bereits über das wiederholte Fragen, dann schrieb man es, also wenn ihr es wirklich, wirklich wissen wollt, jetzt sage ich es euch, dann ist Frieden für mich, wenn ich auf dem Hügel vor meinem Haus sitze und dem Rio Paraguay, dem Fluss, beim Fließen zuschaue. Jetzt habt ihr es. Und fantastisch, nicht? Also das könnte vom Buddha sein. Also ich war nicht in Paraguay, aber das ist natürlich ja wirklich, da hat das plötzlich gehabt, da hat die Aufgabe erfüllt und von da aus können wir weitermachen. Ein anderer Student, der mich sehr berührt hat, weil es etwas ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann, der auch sehr gekämpft hat, aus dem Midwest der USA, von einer Farm, der dann nach einiger Zeit geschrieben hat, also wenn ich ehrlich bin, ist Frieden für mich, wenn bei der Tomatenernte mir der Saft zwischen die Finger runterrinnt. Der ist dort aufgewachsen, nicht? Also diese Tomate, das ist nicht einfach das, was ich um einen halben Euro beim Supermarkt kaufe, sondern dieser Friedensbegriff ist der des kleinen Buben, der mit den Eltern rausgehen durfte, der dann auch einmal zupfen durfte und der erlebt hat die Verbundenheit zum Leben, zum Dasein, zu dem, was die Erde uns gibt und von dem ganz offensichtlich seine Familie ja tatsächlich ihr Einkommen bestreitet. Also da dabei zu sein und sich mit Saft, das ist ja noch interessant, der Lebenssaft der Tomate, mit der man sich dann verbindet, weil man ja die Haut nicht wirklich, dieser Kapanzer, sondern es ist ja eine durchlässige Hülle, nicht? Also wir verbinden uns mit dem Tomatensaft, das heißt mit dem Leben als Ganzes. Also ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich halt auch sehr gern im Garten arbeite. Und das dritte wird den Herrn Bischof sicher jetzt sehr freuen, das war ein Student aus Burkina Faso, das war in einem anderen Setting, wo er in der Klasse war und der lang herumgedruckst hat und dann gesagt hat, naja, er kann nicht nur auf seine Muttersprache Douala greifen und wenn er das wörtlich übersetzt, damals ins Englische, dann ist für ihn Frieden eigentlich frische Luft. Und die Situation war, ringsherum ein Haufen Studierende, die dann alle ha ha ha, ne? Also da hat der unterentwickelte Afrikaner, ha, 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 ne? Hat keine gescheite Definition und so langsam ist das Lachen runtergegangen, hat eine Zeit gedauert, ne? Und es ist stiller und stiller geworden und es ist dann eine Ergriffenheit in die Gesichter gekommen und auf einmal, wow, frische Luft. Das heißt, wir reden über das Leben, über den Hauch des Lebens. Gibt es genug biblische Beispiele, wo das eine große Rolle spielt? An entscheidenden Stellen, wenn ich das behaupten darf, in der Bibel. Aber auch für jeden Menschen nachvollziehbar. Das, was ich atme, das ist meine Verbindung in die Welt hinein. Und wenn ich gute, frische Luft atme, dann ist mein Leben, hat eine andere Qualität, als wenn ich schlechte Luft, schlechte Atmosphäre zu mir nehme. Ne? Also ein unglaublich weiser, tiefer, dicke Luft, ja, genau. Ja. Also eine unglaublich weise Definition, aus der man wiederum sehr viel lernen kann. Also Sie sehen an diesen 3 vielleicht schrägen Beispielen, wie unterschiedlich das wird, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns aufmachen und wenn wir von diesen Utopien, von diesen Vorgaben, formalisierten Vorgaben, die so selbstverständlich sind, weggehen und uns fragen, was ist es wirklich? Weil jetzt kommt natürlich dann die Anschlussfrage, wenn wir sagen, weil wir Menschen vernunftbegabt sind,
können wir uns alle überlegen, wie wir Frieden wahrnehmen. Wir können uns selbst beobachten, wir können uns fokussieren und wir können schauen, wie Friede sich anfühlt und wir können das auch kommunizieren. Super! Jetzt haben wir nur noch 8 Milliarden Probleme zu lösen, nämlich wie kriege ich es rüber zum anderen? Nicht? Und wie kriege ich von dem anderen oder der anderen das Einverständnis, dass die das auch so sehen? Wie wird unsere Begegnung gelingen, wenn wir also uns mit unserem Frieden begegnen? Entsteht nicht und zum Schluss aus unserem individuellen Frieden, aus diesem Plural, dann auch Unfrieden in der Begegnung, weil die Kommunikation, weil die Begegnung als solche misslingt. Anthropologische Antwort darauf. Gute Nachricht, wir Menschen sind sehr konfliktbegabt. Hier kann ich nur den Herrn Bischof wiederum anschließen. Der Konflikt ist nicht das Problem, sondern wie wir damit umgehen, ist das Problem. Menschsein heißt Konflikt, in Konflikt zu leben. Wir haben jeden Moment Konflikte. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und wir sind von Geburt auf, von unserer Spezies, grundsätzlich sehr begabt, Konflikte nicht zu lösen, weil es ist nämlich nur... Konflikte lösen heißt sterben. Wir können das auch unter Lebenden tun, dann ist es transformieren. Also wir setzen destruktive, potenzielle destruktive Elemente in unseren Begegnungen in was Konstruktives um, das unsere Wirklichkeit so ein bisschen schöner machen kann. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Also wir Menschen können das ganz gut. Jetzt würde sich natürlich die Frage stellen, warum kann dann das, was man in einem Wort in Ruanda, Irak, Syrien und so weiter fassen kann, warum ist es möglich, das ist auch, was ich immer wieder in meinen Vorlesungen habe, also kann ich nur zustimmen, warum ist zu Hause der gefährlichste Platz, nicht nur für Frauen, auch für Kinder? Warum ist das so? Ja, weil ein gewisser Teil unserer Begegnungen misslingt. Und da setzt da die Arbeitsauftrag ein, weil da, wo wir es gut hinkriegen, ist es eigentlich nicht das große Problem. Also die Frage wäre jetzt so anschließend und immer noch einleitend für unser Treffen hier, wie interpretieren Sie, wie nehmen Sie, jede für sich Frieden wahr und welche Probleme mag es in einem dörflichen, in einem nachbarschaftlichen, in einem familiären, auch in einem gesamtgesellschaftlichen Umgang damit geben. Das ist eigentlich die Herausforderung und sozusagen eine der Grundfragen unserer Disziplin. In die falsche Richtung. So, das haben wir schon gesagt. Gut. So, und dann komme ich zum zweiten, das ich auch schon angekündigt habe. Was ist der Verstand des Menschen? Also das ist eigentlich schon beantwortet worden und ich habe gesagt, ich habe es mir eigentlich nicht vorstellen können und ich könnte mich nicht erinnern, jemals von einem katholischen Geistlichen so eine Definition bekommen zu haben, weil ich sie eigentlich aus dem buddhistischen Raum kenne, das, was sie vorgetragen haben. Der Verstand sitzt im Herzen. Also das ist doch umgangssprachlich dumm, das ist doch nicht, nicht. Also wir haben doch Herz und Hirn. Also Gefühl und Verstand. Das ist doch das, wie wir alle ständig ticken. Und für Buddhisten sind wir komisch deswegen, weil die immer den Verstand dem Herzen zuordnen. Jetzt ist aber die Frage, was sind das für Qualitäten, wovon genau sprechen wir? Und wir haben schon sehr viel gehört, dem ich ja so zu 100% zustimme. In meinen Worten würde ich dabei jetzt nur unterstreichen, dass einerseits natürlich das Herz für die Aufgabe der vielen Frieden der Sitz der Liebe ist, damit können wir schon arbeiten, nicht, das ist an sich also ja auch medizinisch nicht richtig, aber es ist verständlich, was wir damit meinen. Ja. Das ist dann richtig, wenn wir Liebe als einen Begriff verstehen, der nicht anhaftet. Also Friede als eine Haltung der Welt, Liebe als eine Haltung der Welt gegenüber, die sich nicht auf eine konkrete Person hin fokussiert. Also verliebt sein ist ganz was anderes und ist eigentlich das Gegenteil von Lieben. Diese Liebesqualität ist eine an die Existenz gerichtete, die im Buddhismus gemeint ist. Und daraus folgen dann diese Verstandesqualitäten des Herzens im Buddhismus, die ich eigentlich nicht vortragen wollte, aber ich möchte sie jetzt vortragen nach dem Vorlauf. Das sind vier, das heißt Brahma-Vihara, die vier unermesslichen, wenn man es wörtlich übersetzt, Qualitäten
des Herzens, des Mindful Hearts, des verständigen Herzens, des verstandesbegabten Herzens. Und diese wären, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer mit Übersetzen, wäre zum ersten Benevolenz, also gutes Wollen, wem gegenüber? Immer der Allgemeinheit gegenüber, nicht einer selektierten, bevorzugten Gruppe gegenüber, sondern die Offenheit, wenn man es vielleicht so paraphrasiert, die Offenheit gegenüber dem Leben und spezifisch hier dem menschlichen Leben. Dann das Zweite ist eine sehr interessante Qualität, das ist Mitleid im Deutschen, klingt grauenhaft. Zuerst einmal, nicht? Also ja, weil Mitleid, was soll denn das jetzt sein? Wir müssen es wörtlich nehmen. Gemeint ist hier die Fähigkeit, das Leiden des der anderen zu spüren, was nur geht, wenn ich diese Leidensqualität selbst kenne. Und damit ich sie selbst kenne, muss ich ein bewusstes Leben führen. Also ich muss mir meiner selbst klar sein, ich muss meinen eigenen Schmerz kennen und mit ihm umgehen können, um mich mit dem anderen in dessen oder deren Schmerz verbinden zu können. Das ist also eine Beziehungsqualität. Und das ist viel mehr, als es tut mir leid. Ich vermeide jetzt das Mitgefühl, weil nämlich das nächste Wort eine noch größere Herausforderung darstellt. Das kann ich ins Deutsche jetzt nur ganz holprig mit Mitfreude übersetzen. Das heißt, im Prinzip ist es das Gleiche wie das vorherige. Das bedeutet, ich kann mich mit deiner Freude verbinden. Was wiederum nur geht, wenn ich sie selber kenne. Also ich muss auch meine eigene Freude kennen. Und Sie sehen schon allein an der Tatsache, dass dieses Wort so holprig ist, dass da mit unserer Kultur irgendwas los sein muss, wenn wir nicht einmal ein gescheites Wort für die Qualität haben. Wir kriegen es vielleicht noch hin mit den kleinen Kindern, Lena. Ja? Also, wenn die Kleine ihre ersten Schritte machen wird und dabei in Ekstase gerät, wow, ich kann gehen, also das denkt sie ja nicht, sie tut es ja nur, aber sie hat ja ihre Freude, sie spürt das Leben, dann haben wir vielleicht in dem Funken eines Momentes die Möglichkeit, uns damit zu verbinden und wir freuen uns wirklich mit ihr. Wir haben selber eigentlich nichts davon, aber es ist so schön, diese Freude zu sehen, dass wir sie teilen können. Wenn wir aber dann an mehr erwachsene Menschen denken und nachdem wir von Universität kommen, denke ich jetzt oft an die Qualität der Lehre, die wir anbieten. Das ist noch dazu der Vizerektor für Lehre hier. Dann ist die Frage, sind wir Universitätslehrenden, aber das geht natürlich nicht nur für uns, Sie dürfen es gerne auch in alle Ihre Schulen, also in die Volksschulen, in die Kindergarten, in die ganzen berufsbildenden Schulen und so weiter, oder generell ins Leben, in die Lehre, auch Berufslehre und so weiter übernehmen, sind wir wirklich in der Lage, uns aufrichtig zu freuen mit demjenigen oder derjenigen, die etwas in Freude erfahrt. Wie schaut es da mit unserer gesellschaftlichen, kulturellen Qualität aus, wenn wir schon nicht einmal ein gescheites Wort dafür haben? Im Englischen gibt es übrigens auch keins. Ne? Also es ist wirklich ganz schwer, das zu übersetzen. Ja, und dann gibt es noch die vierte Qualität, die mir auch interessant scheint im Anhang an das, zu dem, was Sie gesagt haben, nämlich das, was man als Gleichmütigkeit übersetzen könnte, auch etwas holprig, meinend, dass wir den anderen respektvoll begegnen, auch wenn sie nicht in unserer Liga spielen. Also die große Frage, und das ist eine ganz große politische Frage in unserer Zeit, ist ja schon angesprochen worden auch, also wie gehen wir mit denen um, die offensichtlich nicht in der Lage sind, jetzt zumindest das zu tun, was wir in der Lage sind zu tun. Mit den anderen. Also wenn wir uns das kulturgeschichtlich anschauen, dann wissen wir, da gibt es Begriffe, die sind uralt, die Barbaren, die Unzivilisierten, die Ungläubigen und was, wie sie alle heißen. Also die, die es nicht so hinkriegen, wie gehen wir mit denen? Sind wir in der Lage, denen gegenüber einen respektvollen Abstand auf gleicher Ebene zuzugestehen? Also das wären vier so Qualitäten, die dieses, wenn ich es aus dem Englischen nehmen darf, Mindful Heart, dieses verstandesbegabte Herz, eigentlich ausmachen und dann, wenn wir es so verstehen, dann ist sehr viel über angewandte Friedensarbeit und das Potenzial angewandter Friedensarbeit gesagt.
So, das war jetzt alles nicht vorbereitet. Jetzt muss ich schauen, wie es weitergeht mit dem Vorbereiteten. So herum. Ja, warum ist Frieden ein Bürgerwort, ist damit bereits geklärt, nehme ich an. Ne? Gut, dann komme ich jetzt tatsächlich dahin, wie viel habe ich jetzt Zeit, dass ich das ungefähr anteilen kann? 20 Minuten, gut. Also das, jetzt fange ich mit meinem Vortrag an. Ja, also von da aus jetzt als nächsten Schritt. Die Frage, ist Sprache Ausdruck des Denkens oder wird der Verstand durch Sprache geformt? Nach allem, was wir bis hierher gesagt haben, wenn ich die Frage stelle, ist Frieden Singular oder Plural, Einzahl oder Mehrzahl, werden Sie mir natürlich, weil Sie alle die deutsche Grammatik gelernt haben, sagen, natürlich ist es Einzahlwort. Nicht? So, und ich sage, na, ist ein Plural, ist ein Mehrzahlwort. Als Einzahlwort macht es keinen Sinn. Nicht? Also das heißt, wir müssen unsere Grammatik gegen den Duden Umbau anfangen. Das ist also eine Revolution, die schwer ist, geht aber nicht, betrifft nicht nur den Frieden. Jetzt ist also die Frage, nachdem wir also ein Anschauungsbeispiel da haben, ich habe übrigens gehört, die Plural des Friedens war in der Kinderuniversität kein Problem, die Kinder haben es gleich gecheckt, da sieht man, dass sie flexibel sind. Was passiert jetzt, wenn dieses Baby zu sprechen beginnt? Wird es das sagen, was es denkt, mit den Begriffen, die es heute gelernt hat? Oder ist es umgekehrt, dass die Sprache, in der es angesprochen wird, sein Denken formt? Also tun wir Älteren uns hier deswegen jetzt so schwer zu sagen, die Frieden, Plural, weil unser Hirn schon so eingeschossen ist drauf, dass das ein Singular sein muss und dass das irgendwie falsch ist, wenn man es so sagt. Oder geht es jetzt auch anders, nicht? Also je nachdem, wie man sie anspricht, also da gibt es jetzt dann schon einige ganz wichtige Bereiche, wenn man zum Beispiel sagt, Kuckuckuckuck, bist du süß? Dann haben wir jetzt schon verdammt viel mit diesem Kind getan. Also nicht nur, weil sie jetzt dann lacht und weil sie sich freut, sie fürchtet sich nicht vor mir, sondern weil wir sie einer Grammatik aussetzen, in der sie zu denken beginnt. Und diese Grammatik hat eine ganze Reihe von strikten Vorgaben darüber, wie wir die Welt wahrnehmen. Zum Beispiel, dass ich zu ihr sagen kann, du bist lieb, setzt voraus, dass es ein Du gibt. Und das ist nicht nur eine grammatikalische oder Vokabelfrage, sondern die Idee eines Dus. Also jeder von uns ist eine Insel für sich selbst, ist ein Individuum. Und dem wird jetzt begegnet und damit ist sie, weil sie jetzt lieb ist, bleibt die immer lieb. Und wir wissen nicht, dass das nicht stimmt, aber man möchte es halt gern so. Ne? Also die Grundfrage ist, die Grammatik gibt uns die Form vor, wie wir denken. Und du ist ja ein relativ nettes Wort, aber was tun wir mit einem viel gefährlicheren Wort, nämlich mit ich? Also eine Gesellschaft, die damit beginnt, mit dem viel ihrer Sätze mit ich beginnt, ist schon ausgerichtet. Und es gibt, nachdem der Herr Bischof das schon angesprochen hat, darf ich auch darauf Bezug nehmen, es gibt eine Reihe von Kulturen und Sprachen, die das gar nicht können, die können nicht ich sagen. Und Sie haben also auf die Kakacha-Sache Bezug genommen, die natürlich darin liegt, dass ein Wir sich balanciert und heilt. Wir haben ähnliche damit in Verbindung stehende Beispiele, die sehr bekannt worden sind, in dem Begriff Ubuntu aus Südafrika. Was heißt das Ubuntu? Was ist die dahinterliegende Idee? Ich bin, weil ihr seid. Also die Erkenntnis, ich bin zu dem geworden, was ich bin, der Gewordene, aus all den Begegnungen mit jedem einzelnen Du, also mit euch. Und das ist nicht so uneuropäisch, also wir müssen nicht nach Afrika gehen, wir könnten das jetzt auch in Asien machen, wir könnten das bei Native Americans machen, wir können das aber auch aus der europäischen Kultur ableiten. Es gibt einen sehr bekannten Philosophen, gerade eben in Österreich bekannten Philosophen, nämlich Martin Buber, auf den eine ganz ähnliche Philosophie des Dialogs zurückzuführen ist. Der also auch zu dem Schluss letztlich kommt, im Du werde ich zum Ich. Das heißt, es ist immer die Begegnung, die mir die Idee gibt, wer ich bin.
Und aus damit ist also ständig zur Disposition gesetzt, auch das wurde bereits gesagt. Was heißt es jetzt für einen Frieden? Dass er jeden Moment, in jeder Begegnung neu verhandelt werden muss. Es gibt keinen finalen Status des Friedens. Wir lösen nicht Konflikte, weil dann ist Ende, dann ist aus, dann haben wir eine Blockade und der nächste Konflikt ist schon also vorhersehbar. Sondern wir müssen schauen, dass es fließt, dass wir in der Begegnung der vielen Ichs mit den vielen Dus und Wirs, also ständig im Austausch bleiben und uns selbst akzeptieren als Gewordene. Das heißt also, ich bin zwar, ich kann Ihnen mein Geburtsdatum und Ort und so weiter sagen und meine Passnummer und meine Steuernummer und Sozialversicherungsnummer, aber das bin ich nicht. Das sind Verwaltungskrücken, die wir halt brauchen. Aber das, was ich bin, ist der, der in jeder Begegnung neu geformt wird. Damit habe ich auch immer wieder Chancen, begangene Fehler zu korrigieren. Es gibt nie das endgültige Scheitern. So. Ja, mit Frage, nachdem ich jetzt sicher nicht mehr viel Zeit habe, also gehe ich kurz auf Sprache ein. Das, was ich hier sage, ist schon interessant, wenn wir die europäische Moderne ansehen. Es gab einen Sprachwissenschaftler, also wenn ich so will, kann ich sagen, einen Kollegen von mir, Antonio de Nebrija, der in einer interessanten Zeit lebte und im Jahr 1492 ein interessantes Buch veröffentlichte und darüber Briefe an die katholische Königin Isabel von Kastilien geschickt hat. 1492 denken Sie höchstwahrscheinlich normalerweise an was anderes. Ja, in dem Jahr ist verdammt viel passiert. Unter anderem, dass Nebrija an die Königin einen Brief schrieb, in dem er sagte, Majestät, ich habe eine Waffe für Sie, die viel mächtiger ist als die Artillerie und die Schiffe der Türken im Osten. Die Türken sind damals von Osten her vorgedrungen nach Westen. Und das hat den ganzen Westen beunruhigt. Und die Königin hat gesagt, was? Und er sagte, Grammatik. Also Grammatik ist mächtiger als Kanone. Weil, warum? Weil für diejenigen, die die Macht haben und halten wollen, es wichtig ist, das Denken ihrer Untertanen zu beeinflussen, zu formen und darüber verstanden zu werden. Das Prinzip, das Sie alle kennen, dass man sich nicht entschuldigen kann, wenn man was angestellt hat, dass man das Gesetz nicht gekannt hat, ist ganz logisch, nicht? Weil sonst wird ja keiner jemals irgendwann schuldig sein. Das geht deswegen nicht, weil wir eine gemeinsame Sprache haben, in der die Normen verfügt werden. Wessen Interesse ist das? Das ist das Interesse derer, der die Macht ausübt. Das hat den Richard sehr gut durchschaut, also der war schon mehr als nur ein Grammatikmann. Der hat das sehr wohl, also den sozialen Impact dessen, was er getan hat, verstanden und hat damit die Königin Isabel und ihre Nachfolgerinnen damit mit der Waffe ausgestattet, mit der die Amerikas kolonisiert wurden. Denn das, was passiert ist, wo auch immer spanische Konquistadoren angekommen sind, das Erste, was sie tun mussten, war, sie haben eine Rolle entwickelt und haben dann das Dekret des Königs vorgelesen, nachdem diese Indigenen jetzt in die Wohltat der Untertanenschaft des spanischen Königs übergehen. Zum auf Castellano Spanisch vorgelesen. Haben die anderen nicht ganz so gut verstanden. Nicht? Und daraus sind also einige Missverständnisse dann entstanden, die ein paar Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Aber auf jeden Fall, also das ist wichtig zu wissen, weil Castellano, also das, was wir heute als Spanisch bezeichnen, die erste moderne Sprache Europas war. Also modern in diesem Sinn mit einer durchstrukturierten und normierten Grammatik. Inzwischen haben wir das überall in allen Sprachen Europas. Ja, das habe ich an sich schon gesagt und hat auch der Herr Bischof schon angesprochen, also das Beispiel mit den Personalpronomen, wenn Sie, wir haben Afrika jetzt genannt, damit wir auch Asien ins Spiel bringen, also in den meisten ost- und südostasiatischen Sprachen gibt es keine Personalpronomen. Also ich könnte Ihnen jetzt hier nicht sagen, dass ich das nicht sagen kann, weil ich nicht ich sagen kann. Ich müsste jetzt was anderes sagen, nicht? Also ich müsste mich mit Ihnen in Beziehung setzen. Ich müsste sagen, der Vortragende, irgendwie, ich muss mir also in unserer Beziehung eine Rolle geben und nur aus diesem Kontext heraus kann ich mich definieren. Und das ist natürlich eine dauernde Definitionseinladung, die sich in jeder Lebenssituation verändert. Ja, und
Jetzt sehen wir also ein schönes historisches Bild, das Sie dürfen jetzt raten, wer von den Personen, die auf dem Bild abgebildet sind, besitzt eine Sprache, in der es Personalpronomen gibt und wer hat keine. Ja, also das ist ein Machtmittel, dessen Wirkungskraft man kennen muss. Ja, jetzt wird es wirklich sehr... Wie 10 Minuten? Ja? Okay, gut, dann gehen wir noch da schnell durch. Also ich werde das jetzt wirklich ganz schnell machen und dadurch auch verflachen. Also all die Descartes lieben, mögen mir vergeben. Der wesentliche Punkt, auf den es jetzt ankommt, wir haben nicht nur von Le Bricher eine Sprache bekommen, die uns mit dieser Grammatik als Waffe ausgestattet hat, sondern dann auch eine Gesamtepistemologie, eine westliche Gesamtepistemologie für die Wissenschaft, die immer die Individualität des Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Geistesleistung, das tut unser Verstand, das können wir so denken und wir wissen, dass das sehr effizient ist und sich über Jahrhunderte durchgesetzt hat. Also diese, ein Wissenschaftsbegriff, der Ich-Sager, die alle ihre Methodologie auf das Ich aufbauen und auf den Austausch von ichhaften Wissen. Und die Grundfrage natürlich ist immer dabei, die, das kennen Sie wahrscheinlich alle, also diesen Satz, ich denke, also bin ich, was heißt es jetzt, wer denkt jetzt so genau? Das ist eine Frage, die Descartes selber schon sehr beschäftigt hat, wie kommt dieses Denken zustande? Und die Annahme, die irrige Annahme war, dass es sowas wie ein Ich-Zentrum in unserem Gehirn gibt. Und jetzt wissen wir auch, warum auf einmal der Verstand raufrutscht. Also die Grundannahme, dass es einen Gedankenmacher, sozusagen, also wenn ich jetzt als Wolfgang vor Ihnen stehe, einen kleinen Wolf hier da oben sitzen gibt, der mir jetzt ständig ansagt, was ich zu tun habe, wie ich nach außen zu performen habe, das war eine zwar sehr effiziente, aber nicht wissenschaftlich zutreffende Annahme, die aber kulturell prägend wurde. Ich denke also bin ich, sagt uns auch viel über das Verhältnis, über die Einschätzung, die Wertschätzung von Geist und Körper aus, unsere Art, den Umgang mit unserem Körper und nachdem es nicht nur für mich um meinen Körper geht, sondern um jeden einzelnen Körper, den ich begegne, auch die entsprechende Wertigkeit. Oft schon war ich und habe an gar nichts gedacht. Ja. Ja, das, da kommen wir hin. Ihr könnt jetzt auch wieder zum Buddhismus kommen. Ja. Wenn es jetzt um diese Mind-Aktivitäten geht, Verstandesaktivitäten geht, die Buddhisten sagen nämlich genau das Gegenteil. Ich denke, also bin ich nicht. Ich denke, also bin ich nicht, weil nämlich die Gedanken mich davon abhalten zu sein. Irgendwo bin ich mit irgendeinem Kino in meinen Gedanken beschäftigt und deswegen bin ich nicht bei mir. Tschüss, wie's, lese ich da. Tschüss, wie. Ja. Ich bin. Ja. Yeshua, Yeshua, yes you are. Ja. Gut, jetzt damit ihr dann zumindest noch gar nicht, dann, damit ich das Argument durchbringe, John Locke hat diese Idee weitergetrieben. Jetzt paraphrasiere ich ihn, also das ist jetzt nicht ganz seriös, was ich mache, weil das er so nicht geschrieben hat und trotzdem, also ich zumindest, erlaube mir ihn so zu lesen, dass er diese Ich-Hefhaftigkeit zum Grundgerüst des Staatsbürgers ernannt hat. Also ich bin Staatsbürger, warum, wie kann man das definieren? Weil ich besitze. Also der Beginn dieser Liberaldemokratie, wie er sie vorgeschlagen hat damals, woraus sich dann natürlich viele Dinge weiterentwickelt haben, war diese Grundidee, ich besitze, daher bin ich Bürger. Das heißt, ich bin Träger von Rechten. Mit den Menschenrechten haben wir natürlich das dann später weiterentwickelt. Ne? Aber auch in der Menschenrechtsdeklaration geht es damit los, dass Kraftgebot der Mensch der Träger dieser Rechte ist. Also wir haben wieder das Individuum im Spiel, das eigentlich ein beziehungsloses Wesen ist in der Vorstellung, das aus sich selbst schöpft und nicht aus der Bewegung. Und das ist der Grundsatz mehr oder weniger, also man hat es in verschiedenen
Ausformungen der Staatlichkeit in verschiedenen Varianten, aber im Grunde genommen ist es immer so, dass die Idee des Verhältnisses zwischen Staatsgewalten und Staatsbürger auf dieser Idee fußt. Ja, und jetzt, das geht noch schnell, wenn ich Ihnen das vorlesen darf, das ist aus dem Jahr 1950, aus einem Kondolenzschreiben von Albert Einstein, das uns jetzt an einen Freund, dessen Sohn verstorben war, unterschreibt Einstein: Der Mensch ist Teil eines Ganzen, das wir Universum nennen, ein Teil, der in Raum und Zeit begrenzt ist. Er erlebt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle als etwas vom Rest Getrenntes. Das ist eine Art von optischer Täuschung in seinem Bewusstsein. Diese Täuschung ist ein Gefängnis, das uns auf unsere persönlichen Begierden und Neigungen für einige Personen, die uns am nächsten stehen, beschränkt. Unser Ziel muss es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Kreis des Mitgefühls auf alle lebenden Wesen erweitern und die Natur in ihrer ganzen Schönheit wahrnehmen. Einstein war angeblich einer der klügsten Menschen des 20. Jahrhunderts. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine sehr weise Einladung zu einem Wechsel der Paradigmen. Und das Wesentliche, die wesentliche Neuerung darin ist, dass wir zu etwas zurückkehren, das viele andere Kulturen haben, nämlich dass wir uns nicht streng als nur Individuen verstehen, sondern dass wir so ähnlich, wenn wir Einstein bemühen, dann denken gleich an Quantenphysik. Und in der Quantenphysik, ich verstehe nicht viel, aber ich habe verstanden, dass es also Elemente gibt in der Quantenphysik, die gleichzeitig Teilchen und Wellen sind. Und wenn man das in die makroskopische Welt übertragt, heißt das für uns, dass wir zugleich Individuen sind. Es ist nicht falsch, ich zu sagen, wir dürfen schon ich sein, aber in unserer Ichhaftigkeit sind wir zwangsläufig immer auch Beziehungen. Also ich bin zugleich ein Individuum und eine Summe von Beziehungen. Und dieses Bewusstsein hilft jetzt mir als Person, aber unserer ganzen Disziplin wesentlich dabei, dass wir das Verständnis der vielen Frieden diskutieren und aufsetzen und damit Konfliktarbeit in einer Weise angehen, die vielleicht nicht diesen mechanischen oder mechanistischen Vorstellungen folgt, die wir eben in vielen Kontexten zwischen der Zeit im Bild und der Kronenzeitung finden, sondern dass man vielleicht auch alternative Umgangsformen miteinander und mit den ernsten Konflikten finden. Ich danke Ihnen.